Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um die Stuhlkonsistenz. Ihr habt es sicherlich schon in der Überschrift gesehen. Wir werden, beziehungsweise ich werde mit euch ganz offen darüber sprechen und ich werde das natürlich auch aussprechen und thematisieren. Also wer sich irgendwie fremdschämt oder nicht darüber sprechen kann, der darf jetzt auch gerne wegklicken. Aber ich denke, es betrifft jeden von uns. Wir gehen alle täglich aufs Klo, jeder Mensch. Und deshalb finde ich es super wichtig, auch offen darüber zu sprechen. Und zwar geht es um die sogenannte Bristol-Stuhl-Skala. Und durch dieses klinische Bewertungsschema kann man Rückschlüsse darauf ziehen, wie lange der Kot für die Darmpassage beispielsweise braucht. Und man kann daraus auch gucken, okay, auf welche Darmerkrankungen, auf potenzielle Darmerkrankungen könnte man dadurch schließen. Und vor allem aber auch, was sagt die Konsistenz über den eigenen Gesundheitszustand, weil ganz früher, als die Wissenschaft noch nicht so fortgeschritten war, hatte man natürlich nicht so viele Methoden, jetzt eine Stuhluntersuchung, eine Stuhlprobe einzusenden, sondern man musste sich mit dem auseinandersetzen, was man schlussendlich in der Kloschüssel vorfand. Und ihr wisst, dass es mir immer super wichtig ist, auch auf Instagram euch so ein bisschen auf das Ursprüngliche zurückzuführen, auch darauf, was ihr selber tun könnt für eure Gesundheit. Ja, und diese Bristol-Stuhl-Skala schafft doch einen sehr, sehr guten Einblick. Insgesamt werden bei dieser Skala 7 verschiedene Kottypen unterschieden und wir fangen gleich an mit dem Typ 1. Ich blende euch das Ganze mal ein. Hier geht es wirklich um kleine, schwer auszuscheidende, harte Kügelchen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Chiasamen esst oder Leinsamen esst, dass es dann so ein bisschen wie Rehkot aussieht sozusagen, schwer auszuscheiden ist. Das lässt ganz klar und deutlich darauf schließen oder darauf zurückführen, dass ihr zu wenig getrunken habt. Natürlich kann man an der Konsistenz auch feststellen, dass zu wenige Ballaststoffe aufgenommen wurden, weil natürlich die Darmpassage offenbar erschwert ist und diese Kügelchen voneinander getrennt sind. Ärzte würden sagen, hier liegt dann eine klassische Verstopfung vor und das ist natürlich auch nicht gesund. Man könnte sich deswegen fragen, okay, habe ich vielleicht eine Ernährungspraktik in den letzten Tagen und Wochen praktiziert, was wirklich einer Fehlernährung gleichkommt? Das heißt, einfach zu viel Zucker gegessen, zu viel Weißmehlprodukte, zu wenig getrunken, zu wenige Ballaststoffe, zu wenig frisches Obst und Gemüse gegessen. Oder man kann natürlich auch sich überlegen, sollte ich vielleicht mal eine Stuhlprobe einschicken? Vielleicht ist auch mein Darmmikrobiom bzw. die Darmflora nicht ganz in Ordnung. Ja, das wäre Typ 1. Ja, Typ 2 seht ihr hier eingeblendet, die sogenannten klumpigen Würstchen. Die deuten auch auf eine aktuelle Verstopfung hin. Aber trotzdem könnte natürlich die Flüssigkeitszufuhr durchaus höher sein und natürlich auch der Anteil an Ballaststoffen. Ja, wer langanhaltend unter Typ 1 oder Typ 2 leidet, das ist ja wirklich eine chronische Verstopfung, der sollte sich auch überlegen oder die sollte sich überlegen, mal eine Stuhlprobe einzusenden und dann eben aufgrund von dieser Kotprobe dann Rückschlüsse zu bekommen über die Beschaffenheit der Darmflora, einfach auch um die Artenvielfalt, welche Bakterien denn den Darm überhaupt besiedeln. Vielleicht gibt es auch eine sogenannte Dysbalance des Mikrobioms, da könnte man auch ansetzen, dann gezielt mit Prä- und Probiotika. Aber kommen wir jetzt zum dritten Typ, den blende ich euch hier ein, und zwar ist das wirklich okay. Es ist jetzt nicht gut, aber es ist okay. Wurstartig mit rissiger Oberfläche. Hier kann man Rückschlüsse darauf ziehen, dass prinzipiell mit dem Verdauungssystem alles in Ordnung ist. Das heißt gerade so im grünen Bereich. Es könnte natürlich besser sein, es gibt Luft nach oben, aber das ist doch völlig okay. Also es wird ausreichend getrunken, es werden ausreichend Ballaststoffe zu sich genommen. Es könnte natürlich mehr sein, aber es liegt zumindest keine Verstopfung vor. Ja, Typ 4, hier kommen wir zur Idealvorstellung. Ihr seht es, perfekt. Ja, liegt das vor und hat man das wirklich regelmäßig und nur ganz vereinzelt so ein paar Störungen in Form von, ja, einmal im Monat vielleicht Verstopfung, was natürlich auch nicht so super ist, aber vielleicht ist es dann auf die individuellen Essgewohnheiten zurückzuführen, dann kann man wirklich davon ausgehen, dass mit der Verdauung alles in Ordnung ist und dass der Darm zufrieden ist, dass der Kot den Darm auch passiert, ohne dass er wirklich lange gärt. Und dann könnte man sich noch fragen, was habe ich denn in den letzten Tagen gegessen und zu mir genommen? Das hat mir offensichtlich gut getan. Natürlich ist diese Bristol-Stuhl-Skala auch nur eine Orientierung. Es kann natürlich trotzdem sein, dass, wenn man auch diesen Typ 4 hat, den perfekten Typ, dann kann es auch sein, wenn Blähungen trotzdem vorliegen, dass irgendwas trotzdem nicht so ganz im Reinen ist. Also es ist, wie gesagt, nur eine Orientierung. Typ 5 seht ihr hier,
das ist okay, aber natürlich jetzt auch nicht wirklich perfekt. Also hier gehen wir dann schon wieder so ein bisschen zu sehr in die verflüssigte Form. Das sind dann sozusagen wirklich so einzelne weiche Klümpchen, die so auch schon so ein bisschen in sich zusammenlaufen. Das wäre dann ein Hinweis oder eine Chance auch, mal ein paar Tage tierische Fette rauszukürzen, Alkohol wegzulassen, mehr Ballaststoffe zu essen, mehr Vollkornprodukte auch zu essen, um einfach auch die Artenvielfalt im Darm ja so ein bisschen zu vervielfältigen durch resistente Stärke oder man isst einfach kalte Kartoffeln. Ja, diese Konsistenz ist okay, man sollte aber immer im Hinterkopf behalten, okay, wie sieht es morgen aus, wie sah es gestern aus, einfach mal so ein bisschen reflektieren. Aber ansonsten ist es okay. Typ Nummer 6, das ist auch so eher so ein Worst Case, also das ist überhaupt nicht gut. Ihr seht es hier, das ist eine breiige bis flockige zusammenfließende Masse und da hat man dann eindeutig schon mit Durchfall zu tun. Und bei Durchfall ist es der Fall, dass ganz, ganz viel Flüssigkeit mit aus dem Körper ausgeschwemmt wird. Und dann kann man ganz schnell dehydrieren und auch die Zellen dehydrieren dann. Das merkt man vielleicht gar nicht so schnell, aber da sollte man sich auch gleich überlegen, vielleicht eignen sich Elektrolyte. Und wenn das vor allem länger anhält und nicht nur kurzfristig ist, dann sollte man wirklich, das kann ich nur empfehlen, Ratschläge sollte ich keine erteilen, aber für mich kann ich das sagen, dass ich dann in diesem Fall eine Stuhlprobe einsenden würde. Denn es kann wirklich auf ernsthafte Darmerkrankungen zurückzuführen sein, kann, nicht, muss oder aber auch auf akute Vergiftungen. Das heißt, wenn man was gegessen hat, was man nicht verträgt. Wenn wir einen Blick auf die mentale Ebene werfen, auf die PNI, kann es natürlich auch sein, dass man zu viel Stress hatte, dass zu viel Cortisol ausgeschüttet wurde. Das ist dann das klassische Schiss haben. Wenn das dann natürlich nach der vorübergegangenen Situation wieder weg ist, dann scheint doch alles in Ordnung zu sein, wenn sich dann der Kot normalisiert und die Form eben des Stuhls wieder normalisiert. Wenn es aber anhält, wie gesagt, sollte man schon so ein bisschen in Alarmbereitschaft sein. Ja, kommen wir zum letzten Typ. Ihr seht ihn hier, flüssig ohne feste Bestandteile. Das ist dann wirklich wässriger Stuhl, der übrigens ganz, ganz oft durch Parasiten, Bakterien und Viren bedingt ist. Da sollte man sich dann Hilfe holen und spätestens dann. Das ist definitiv nicht normal. Ganz wichtig ist es dann natürlich auch, den Flüssigkeitshaushalt sofort auch wieder auszugleichen, auch wenn es vielleicht unangenehm ist und dann noch mehr kommt. Aber es kann natürlich auch eine toxische Überlastung vorliegen oder eine Lebensmittelvergiftung oder andere akute Dinge. Wenn da noch Blut beigemengt ist, dann wird es natürlich auch lebensgefährlich. Also dann sollte man ab ins Krankenhaus. Wie gesagt, diese Bristol-Stuhl-Skala ist nur zur Orientierung gedacht und man kann auch einfach mal, wen es interessiert und wer das Ganze wirklich ernst nimmt, ein Protokoll führen und sich überlegen, okay, 4 Wochen lang, welchen Typ habe ich und dann gucken, okay, welcher Typ ist bei mir der häufigste, wie kann ich meine Ernährung diesbezüglich umstellen. Ja, ich hoffe, es hat euch ja so ein bisschen schlauer gemacht und ihr werdet dann auch das ein oder andere Mal einfach einen Blick in die Kloschüssel werfen. Das Thema sollte doch ganz offen und ehrlich auch behandelt werden. Man sollte offen darüber sprechen. Und ich bedanke mich jetzt an der Stelle fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Liebe. Ciao!